Mein erstes selbst erstelltes Minecraft-Modpack, Minecraft Sky, ist mittlerweile ziemlich genau 4 Jahre alt. Und es war auch recht erfolgreich. Ich habe gerade eben mal nachgeschaut, es hat inzwischen knapp 600.000 Downloads. Für mein erstes selbst erstelltes Modpack glaube ich gar nicht so übel. Aber wie ihr wisst, geht ja FiddlyBeast Infinity War auf Skyblock so langsam aber sicher dem Ende zu. Und das bedeutet, ich bin auf der Suche nach einem Nachfolgeprojekt. Und da mir Modpack bauen damals schon ziemlich viel Spaß gemacht hat und ich mich da gerne noch mal ein bisschen selbst ausprobieren möchte, habe ich mich entschieden, ein neues Minecraft Modpack zu bauen. In diesem Video nehme ich euch ein bisschen mit hinter die Kulissen. Ich habe mit diesem neuen Minecraft Modpack so vor ungefähr 2, 3, 4 Wochen begonnen und habe für mich schon eine Auswahl an Mods festgelegt. Es wird natürlich wieder ein Skyblock Modpack sein. Es soll nicht auf Exen Hilo basieren, weil da habe ich nun wirklich keine Lust mehr nach FiddlyBeast Skyblock. Es soll ein paar neue Mechaniken haben und es soll etliche veränderte Rezepte haben. Und das ist genau der Stand, wo ich jetzt auch aktuell bin, beim Verändern der Rezepte mit Craft Tweaker. Und wie das funktioniert, wie das in der Praxis so aussieht, das bekommt ihr entweder jeden Sonntag in meinem Livestream mit, denn dort entwickle ich zusammen mit der Community an diesem Modpack. Das bedeutet, dass tatsächlich also auch ganz oft Chat-Kommentare und so weiter direkt in Crafting-Rezepte umgesetzt werden und dann im Modpack verewigt. Natürlich wird es am Ende auch frei spielbar sein für alle und ich werde es auch selber nutzen, also fast so wie Minecraft Sky. Aber auf der anderen Seite soll es auch nicht so wie Minecraft Sky sein. Das war nämlich ziemlich grindy. Ich möchte eher so diesen Skyblock, FiddlyBeast Skyblock Weg gehen, wo es mehr um die Kombination von Mods geht. Und dafür muss man eben viele Rezepte verändern. Und das machen wir sowohl sonntags im Stream, als auch jetzt hier im Video. Dreh die Kamera herum, es geht los. Okay, also kurz ein Kommentar zum Setup. Ich nutze für die Entwicklung der Zen-Skript-Dateien, die Craft Tweaker nutzt, um Rezepte zu verändern, Visual Studio Code. Dann habe ich mir mit CurseForce eine Custom Minecraft-Instanz zusammengebastelt, in der ich die Rezepte ausführe. Die Version ist 1.12. Damit ich im Early Game nicht wieder auf Exen Hilo angewiesen bin, benutze ich eine Kombination aus Botania, Astral Sorcery und Halfwell. Halfwell können die meisten von euch wahrscheinlich noch gar nicht, außer ihr habt irgendwie euch mal mit Volcano Block beschäftigt. Ist aber eine ziemlich coole Mod, die viele Dinge hinzufügt, um Items zu erstellen. Und was wir in diesem Modpack versuchen, ist so eine Mischung aus Halfwell mit Extreme Crafting schon ins Early Game zu bringen. Und da arbeiten wir heute auch weiter. Das allererste, was wir in diesem Video machen müssen, außer Kaffee trinken, ist gleich etwas, was ich in Minecraft so noch nie gemacht habe. Und zwar gibt es in Halfwell sogenannte Crystals, die super wichtig sind für quasi alles in diesem Modpack. Und die werden erzeugt aus Mysterious Mixture. Und Mysterious Mixture wird erzeugt aus einem Dust, den man relativ einfach bekommt, und Leaves von einem Baum, den man erst wachsen lassen muss. Und an dem Punkt war ich dann so ein bisschen, ja, das ist irgendwie ein bisschen sehr eigenartig. Ich habe eigentlich keinen Bock, ein Rezept mit Leaves zu craften, weil irgendwie, das ist ja so eine Matsche. Pampe, irgendwas, das mit Blättern zu machen, ist eigenartig. Und deswegen hätte ich gerne meinen eigenen Sawdust, den man von diesem besonderen Baum nicht aus den Blättern gewinnt, sondern aus den Baumstämmen, die man wiederum aber erst mit einer Säge aus einer anderen Mod kleinsägen muss. Das Problem ist nur, diesen Sawdust gibt es in diesem Modpack gar nicht. Das heißt, ich muss ihn selbst hinzufügen mittels einer Mod namens Content Tweaker. So, wir gehen also in Installed Mods, fügen weiteren Content hinzu und suchen hier mal nach Content Tweaker. So, und jetzt muss ich nur noch lernen, wie man die eigentlich richtig verwendet. Ich habe noch nie in meinem Leben über Content Tweaker eine neue Seite hinzugefügt, das ist gerade komplett neu. Aber eventuell komme ich damit durch, dass ich einfach das Item erstelle, es registriere und ihm dann einen Namen über die Localization hinzufüge. So, und hier haben wir das Item. Da fehlt jetzt natürlich noch eine Textur und auch ein richtiger lokalisierter Name. Aber zumindest ist das Item schon mal da. Die Textur von diesem Mysterious Sawdust lasse ich auf einem anderen Dust aus dem Mod Halfwell basieren. Und jetzt lege ich vielleicht noch einen Filter drüber, mit dem ich ihm so ein bisschen auch Magenta-Töne gebe. Weil es ist ja immer noch aus diesem besonderen Holz gewonnen. Das soll also irgendwie bräunlich, aber auch so mit einem Hauch von Violett. Vielleicht so? Und hier ist er, unser neu hinzugefügtes Item, der Mysterious Sawdust. Jetzt müssen wir nur noch ein Rezept erstellen, um es zu bekommen und dann das Rezept, um ihn zu verwenden, abändern. Ich hätte denn das gerne als Endergebnis, wenn man mit einer Säge aus Bibliocraft, jetzt fangen wir nämlich an, diese Mods zu vermischen, solche mysteriösen Baumstämme kleinsägt. Rausbekommen soll man 8 Stück von meinem neuen Item. Und hier ist auch das neue Crafting-Rezept. Wenn man einen Log mit der Säge kombiniert, bekommt man daraus 8 Sawdust. Jetzt muss ich nur sicherstellen, dass es tatsächlich auch so funktioniert, weil ich bin mir nicht sicher, ob die Säge von sich aus die Eigenschaft hat, dass sie zurück ins Inventar gegeben wird.
Ja, also es funktioniert. Die Säge bleibt einfach im Crafting Table liegen und man kann sie weiterverwenden. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Jetzt müssen wir die andere Seite machen. Jetzt verändern wir das Rezept von dieser Mysterious Mixture hier und verändern auch das Rezept, wie es dann weitergeht, weil ich nicht möchte, dass man durch Smelting von dieser Mysterious Mixture zum Crystal Block kommt, sondern durch Mana. Denn ich habe ja schon gesagt, wir kombinieren hier Moss, das heißt, wir kombinieren jetzt gerade Bibliocraft mit Hardwell oder Halfwell und dann auch noch mit Botania, sodass man von allem ein bisschen was können muss. Schritt Nummer 1, wir entfernen das alte Rezept der Mysterious Mixture. Schritt Nummer 2, wir fügen ein neues Rezept hinzu und da habe ich mir was überlegt und zwar die Mixing Bowl. Auf einmal sind wir bei Harvestcraft angelangt, soll zusammen mit Stone Dust, Coal Dust, Mysterious Dust und diesem neuen Mysterious Sawdust kombiniert werden. Nächster Schritt, wir entfernen das Rezept, um an diese Crystal Blöcke heranzukommen, also das Smelting Rezept. Ich hole mir per City Hand das Itemname, gehe den hier rein und sage Furnace.remove und dann kommt hier der Itemname rein. Und jetzt brauchen wir ein neues Rezept, das basiert jetzt auf Mana. So, also es sieht gut aus. An diese Kristalle kommt man jetzt neuerdings per Mana Infusion und zwar indem man diese Mysterious Mixture in einen Pool wirft. Hier habe ich noch vergessen, dass ich ja nicht nur das zusammencraften, also das sieht jetzt schon ziemlich cool aus, aber hier fehlt ja eigentlich noch die Mixing Bowl, die man damit reingeben soll. In jedem Fall ist es aber jetzt von Mysterious Sawdust abhängig, was erst diese Framing Saw braucht. Von Mysterious Dust, was man erst durch den Crusher bekommt, von Stone Dust, was man ebenfalls durch den Crusher bekommt und von Coal Dust, den man bekommt, wenn man Grindstone Kohle reingibt. Und der Grindstone, den muss man erst aufwendig über Astral Sorcery herstellen. Für alle, die jetzt meinen, hä, das ist ja viel zu kompliziert. Also erstmal, das soll kein super einfaches Skyblock Modpack sein. Und zweitens, diese Rezepte sind alle immer noch recht einfach im Vergleich zu dem, was in FDB Skyblock so normal ist. Und außerdem hat man ja hier den Support von Just Enough Items. Man kann sich diese Dinge einfach so, wie ich es euch gerade gezeigt habe, dann raussuchen, was man braucht. Vielleicht an der Stelle erwähnenswert ist, es wird explizit kein Questbook in diesem Modpack geben, weil ich diese Questbook vorgesehene Progression, sodass man immer schön nach diesem langweiligen Buch, das hat für mich nichts mehr mit Minecraft zu tun. Das hat nichts mit dieser Freiheit zu tun, dass du eigentlich machen kannst, was du willst. Aber wenn du mächtig werden willst, musst du halt selber rausfinden, wie das geht. Und zwar nicht mit den Rezepten, die du vielleicht von anderen Mods isoliert betrachtet gewöhnt bist, sondern musst dich auf das Modpack einlassen. Das ist das, was für mich ein gutes Modpack ausmacht und das ist das, was ich hier gerade eben versuche umzusetzen. Als nächstes geht es um das Rezept von Artesia Seeds. Artesia Seeds. Das ist Unique Crops, eine weitere Mod, die noch nicht allzu weit verbreitet ist. Und diese Artesia Seeds werden aktuell ganz normal im Crafting Table hergestellt. Und sind wir ehrlich, das ist ziemlich langweilig. Erst recht, wenn wir Botania mit dabei haben und wir werden in Botania neue Pflanzen erstellt. Ganz genau mittels des Petal of Apothecary. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Zum Glück gibt es eine gar nicht mal so schlechte Craft-Tweaker-Dokumentation. Die ist an vielen Stellen unvollständig, zum Beispiel was Halfwell angeht. Und an vielen Stellen führt sie einen auch so ein bisschen in die Irre oder zeigt wertvolle Informationen, die man gebraucht hätte, nicht. Also man kommt nie drum rum, sich noch Tutorials anzuschauen oder in anderen Modpacks nachzuschauen. Ich habe auch viel in meinem alten Minecraft Sky Modpack nachgeschaut. Ah, hier ist es ja, genau. Also Mod. Bla 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 bla. Dann kommt der Output und dann eine Menge an Ingredients. Also wenn das so einfach ist, dann sollten wir das sofort fertig haben. 2, 3, 4 und danach noch ein Crafting Table. Und es hat geklappt. Hier ist das veränderte Rezept. Eigentlich exakt dieselben Zutaten, weil wir nutzen ja hier als Basis nicht nur Botania, sondern auch Garden of Glass. Also eine ganz verrückte, recht magiebasierte Mischung am Anfang, die dann aber sehr schnell sehr technisch wird. Zumindest stelle ich mir es so vor. Unsere nächste Aufgabe basiert jetzt auf diesen Artesia Seeds. Denn wenn man 9 davon nebeneinander setzt, ich kann das mal eben zeigen, dann ergibt sich daraus sowas wie ein Crafting Table. Und zwar nicht nur irgendwie sowas wie ein Crafting Table, sondern das ist ein Crafting Table. Das wird, glaube ich, auch sogar in den Mods irgendwo angezeigt. Ja, hier, das ist so ein Beispielrezept. Also Artesia Blume an sich, wirklich eine Möglichkeit, Seed Crafting zu betreiben. Und das möchte ich nutzen, um Blöcke herzustellen, wiederum aus Halfwell, die
bisschen zu stark sind im Early Game. Denn Halfwell hat da sowas. Hier, Coring wurde das genannt. Und das ist eine Möglichkeit, sehr viele Items herzustellen. Und deswegen finde ich diese Base Cores einfach viel zu leicht für das, was sie können. So, Minecraft neu gestartet. Schauen wir mal, ob es funktioniert hat. Ja, das sieht sehr gut aus. Also ich habe das Rezept grundlegend geändert. Man braucht jetzt Living Rock noch dazu, weil das ja auch irgendwie steinbasiert ist. Und man braucht im Zentrum jetzt statt einen Heavy Ingot einen Heavy Iron Ingot. Das ist auch so ein Item, was wir uns hingefaked haben, weil eigentlich, ihr seht es schon an der Beschreibung, heißt es Black Iron und gehört zur Basis von Extended Crafting, also diese riesen Crafting Tables, so wie ihr es vielleicht aus Artisia kennt. Verändern wir jetzt noch ein weiteres Crafting Rezept, was mir nämlich auch, wie heißt das? Was mir nämlich auch ziemlich ein Dorn im Auge ist, ist, wie man dieses Raw Azul bekommt. Das ist nämlich einfach nur so ein langweiliges Zusammencraften von drei Items, die halt irgendwie cool sein sollen. So, ich entferne erstmal das originale Rezept. Und jetzt suchen wir in der Dokumentation mal nach Astral Sorcery Crafting. Und das ist Starlight Transmutation. Okay, also ich möchte, dass man den Block quasi hinstellen, dann das Licht der Sterne drauf fallen lassen muss und dass er sich dann weiterentwickelt. Gucken wir doch mal. Crystal Block mit Starlight Transmutation ergibt Raw Azul Block. Und den muss man dann wiederum in eine Amplifying Tube, das ist wieder ein Prozess von Halfwell, reinpacken, um den Azul Block zu bekommen. Und daraus bekommt man dann die Azul Ingots, die für, sag ich mal, das spätere Early Game oder das frühe Mid-Game von Halfwell eben ganz essentiell sind. Die nächste große Aufgabe hätte jetzt nochmal mit diesem Core-Crafting zu tun, weil man aus diesen Cores halt ziemlich viel verschiedene Items rausholen kann. Unter anderem auch Items, von denen ich der Meinung bin, dass es nicht so leicht sein sollte, an die früher ranzukommen, weil er zum Beispiel Garden of Glass coolere Wege hat, die Items in einem Skyblock-Setting zu bekommen. Das heißt, wir müssen dann, ich habe es auch schon mal aufgemacht, das sind hier alle Rezepte, die über Core-Crafting erstellt werden können und da müssen wir dann durchgehen und rausschmeißen und so weiter. Das machen wir aber nicht mehr in diesem Video, das ist dann was im Stream. Wie gesagt, der Code hier ist auch öffentlich auf GitHub. Ihr könnt also die aktuelle Version selbst schon ausprobieren. Da sind immer alle Änderungen von mir aktuell mit drin. Und ja, so arbeitet man sich eben voran und erweitert das Modpack immer weiter, vernetzt die Mods, guckt, dass keine zyklischen Abhängigkeiten reinkommen. Also nicht, dass ich ein Rezept verändere, damit es von etwas abhängt, was man aber noch gar nicht ohne dieses Rezept überhaupt erst herstellen könnte. Sowas muss man tunlichst vermeiden, sonst ist es, naja, unspielbar. Aber ja, an dieser Stelle wird es dann im nächsten guten Sonntagmorgen-Stream weitergehen. Ja, und damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, das war mal ein ganz spannender Exkurs so in das Erstellen von Modpacks und das Zusammenschustern von existierenden Mods, das Anpassen der Rezepte, damit nichts zu stark, aber auch nichts zu schwach ist und es vor allem Spaß macht, sich mit Mods, die man vielleicht auch noch nie davor selbst benutzt hat, in veränderter Art und Weise zu beschäftigen. Wie gesagt, lasst mich gerne unten in den Kommentaren wissen, wenn ich erstens mal so ein umfassendes Video zum Thema Minecraft Modpack-Erstellung machen soll, das also auf alle Aspekte eingeht, nicht nur auf das Verändern von Crafting-Rezepten. Und zweitens lasst mich gerne wissen, wenn ihr von diesem Video sowas wie einen Teil 2 wollt. Also natürlich arbeiten wir momentan jede Woche immer sonntagmorgens in den Streams auf Twitch, auch an diesem Modpack, aber ihr habt schon gesehen, es ist schon ein bisschen Aufwand, das heißt, ein kleines bisschen Zeit werden wir schon noch benötigen. Und dann lassen sich sicher auch noch weitere Videos draus machen. Ganz zum Schluss möchte ich aber noch einen Punkt klarstellen, eine Frage, die so ein bisschen im Raum hing, als ich im letzten Q&A-Video Ende des Jahres 2020 ja gesagt habe, dass ich auf diesem Kanal mit Gaming aufhören werde, mich mehr auf Technik, Coding und grundsätzlich Informatik verwandte Themen fokussieren möchte auf diesem Kanal. Ja, ey, also dieses Video ist doch ein wunderbares Beispiel, dass das nicht bedeutet, dass Minecraft komplett außen vor ist, denn auch in Minecraft kann man super viele Dinge machen. Wenn man eine Uni nachbaut, ein Redstone-Roulette baut, jetzt hier Modpacks entwickelt, eigene Mods entwickelt oder Minecraft als Demonstrator nutzt, um komplexere Zusammenhänge der Informatik darzustellen, das ist alles möglich. Denn Gaming und Technik schließen sich nicht aus, sondern ergänzen sich und meiner Meinung nach sogar ziemlich gut. Es ist mal wieder diese Zeit des Jahres, wo der Abspanneinzug hält. Also hier oben habt ihr ein Video, in dem ich erkläre, wie man Minecraft erweitern kann, ohne Minecraft zu erweitern. Und zwar mittels Auto-Hotkey kann man neue Funktionalität zu Minecraft hinzufügen, wie zum Beispiel das Sortieren von Inventaren, ohne dass man dafür den Minecraft-Code anfassen muss. Ziemlich verrückter Hack, funktioniert aber beeindruckend gut. Und hier unten haben wir, passend zu diesem Video, die erste Folge Minecraft Sky. Das waren noch Zeiten. Heieieiei.